Nein. Aha. Na dann. Hallo. Hi. Diese Männer mit den Kapuzen, die sind nicht wie der Rest der Armee. Die sind schneller, tödlicher. Sie reden mit Tieren. Völlig normal. Bei mir auch. 20. Guckt hier. Rennt bei mir auch jeden Tag. Was haben wir denn hier? Eine offene Einladung. Ich möchte meine offene Einladung auf alle Bewohner von Tirta und die der umliegenden Dörfer ausweiten. Wann immer ihr Kritik oder Bedenken bezüglich meiner Politik oder der Vorgehensweise meiner Männer bei der Royal Army habt, kommt zu mir. Meine Türen stehen euch immer offen. Ihr findet mich in der Stadt der Schmerzen. Was dein Verstand dir als Wahrheit zeigt, das wird dein Leben sein. Paul de Pleur. Aha. Hier ist noch ein Plakat. Ja. Und nicht mehr. Unnützes Wissen von mir, diese Glasbecher von Ikea, Pokal oder sowas, da könntest du dein Auto drauf parken. Aha. Das Ding ist, das muss ja mal einer gemacht haben. Ja, Pressglas hält richtig viel aus. Aber ohne Witz, das muss ja mal einer geprüft haben. Ah, gefährliche Götzen. Pagan Min möchte daran erinnern, dass eine strebsame und glückliche Gemeinschaft sich nicht von falschen Idolen oder tollkühnen Legenden ablenken lassen darf. Wenn sie Beistand oder Rat brauchen, versorgt ihr örtlicher Befehlshaber der Royal Army ihren Haushalt gerne mit Gratis-Exemplaren von Pagan Mins Weisheit. Möge Pagans Licht sie alle erleuchten. Das Ministerium für Erziehung und kulturelles Erbe. Guck dir den mal hier an. Hallo, AJ. Hallo. Aha, so sehen also Kyrats Penner aus. Oh mein Gott. Man kann auch einen Jeep auf 4 rohe Eier stellen. War bei Wetten, das stimmt. Ich glaube, das habe ich sogar mal gesehen. Ja, so richtig was mit Schweinen und so, bis auf die Toten, die hier rumliegen, haben wir nicht, ne? Mm-mm. Ah, warte, ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. Nee, das war... Nee, das sind diese komischen Affen. Gut so, Herc ist zurück, er ist wieder da. Sehr gut, Herc ist wieder da. Oh mein Gott. Herky! Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eben den Außenposten. Der bietet sich hier nämlich gerade so an. Aber das mit den rohen Eiern, das habe ich damals auch nicht glauben wollen, ne? Das war schon krass. Oh, ich höre doch schon wieder was. Ist das der Link zu dem Wetten, das Ding? Über 10 Tonnen. Holy shit. Dann ist das mit dem Pressglas. Okay. Heftig. Absolut heftig. Finden wir hier eine Maske oder so? Oh, ich hab keinen Platz mehr, Portemonnaie. Das ist ja blöd. Die Fische sind bestimmt frisch. Ich frag mich gerade, warum das... wahrscheinlich ist das so eine unterirdische Höhle oder so. Das würde ich irgendwann anders mal machen. Ja, 10 Tonnen. Also es ist ja ein Unterschied zwischen hält was aus und 10 Tonnen, ne? Krass.
Was war das denn? Oh, warte mal. Ich habe jetzt ja den Waffengurt weitergemacht. Dann nehmen wir doch einmal die Schrotflinte. Wasser. Ja, ja, ja. Stell dich mal nicht so an. Was machst du da? Ich suche was. Hier müsste irgendwie eine Maske. Ah, eine Maske. Ach komm. Oh, okay. Gesehen bei Wissen macht A. Mhm. Blondertränen, Glastränen halten heftige Schläge mit einem Hammer auf, aber knippst du den dünnen Schwanz weg, zerbröselt sie das Glasstaub. Ach. Komm, wir machen eben mal eine Planänderung. Gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch diesen Truck abliefern. Ich markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. Das ist gut. So, wo ist der Übergabepunkt? Da hinten. Also wenn du mitfahren willst, musst du einsteigen, ne? Ja, bei mir stehst du hier und springst. Nö. Du stehst genau hier und springst. Ah ja, jetzt bin ich genockt. Weil ich dich überfahren habe. Hä? Ich stehst hier so und springst. Hilfe. Ah, so viel zum Koop, ne? Ah ja. Hä, bei mir steht das Auto hier drüben. Dann fahr mir einfach hinterher. Oh oh. Molotow. Ich will nur eben den LKW ab. Laster fahren. Ja, Laster fahren. Das ist wie auf Arbeit. Die kantonesische Death Metal Band. Paganin. Und die Schwimmer zu zählen? Oh, das ist ja nicht ihr Ernst, oder? Das ist gut, dass Shoto auch da ist. Nee, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Aber was passiert hier jetzt? Ja, genau. Genau, gerade in einem Spaßbad. Wie willst du denn da die 2 Meter Abstand gewährleisten? Und willst du mit Mundschutz schwimmen gehen? Ich weiß ja nicht, ne? Ich finde das ja schon lustig, dass die Fitnessstudios jetzt wieder aufmachen. So, weg.
weg, 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 weg. Hm. Er schießt da draußen rum. So, erledigt. Ja gut. So, wie weit ist das? 600 schieß mich tot Meter. Ich glaube, wir nehmen das Tuk-Tuk hier. Du fährst. Ich markiere. Bitteschön. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das Renntuk-Tuk, genau. Du brauchst nicht schießen. Weißt du, da sagen die Leute, ich kann nicht fahren, ne? Oh, da kommt gleich wieder der Anruf. Oh, warte, da ist ein Karma-Ereignis. Karma! Oh, ein Tiger. Ich versichere, dass ich sterbe. Nö. Ich schulde dir was. Ja. Ja, das tut er. So, da oben ist das Lager. Ich bin gerade mal am Überlegen, ob wir von irgendwo einen besseren Überblick haben. Das ist halt die Frage, ne? Ich glaube, von da oben. Da sollten wir was sehen können. Und dann erstmal die Alarme ausschalten und dann kriegen wir den Rest nämlich auch hin. Auf O habe ich Annäherungsminen. Ja, guck. Warten die auf irgendwas? Ich weiß nicht, ob die auf was warten. Ich suche gerade eine freie Schusslinie zum Alarm ausschalten. So, freies Schussfeld. Alarm ist deaktiviert. Und ich lasse hier unten mal den Tiger los. Der sollte dann sein Übriges tun. Der steht da gerade rum und chillt sein Leben. Also.
Jetzt kommt er raus. Du bist entdeckt worden. Jetzt nicht mehr. Achtung, der Tiger! Hä? Ah, da ist noch einer. Ja, moin, der Tiger. Ja, moin. Ich hab doch gesagt, Achtung, Tiger. Also, der wollte mich auf jeden Fall. Ah, ich komme da hinten gerade nicht hin, ne? Ey. Es tut mir leid. Hast du mich gerade in Flammen gesetzt? Ja. Achtung, oben ist ein Jäger. Tiger. Lol. Sehr gut. Sehr gut. Ja, klar. Ich komme ja schon. Ach, Herc. Was mache ich nur mit dir, hä? Wenn du weiter so fleißig Außenposten eroberst, muss Paganin sich bald Sorgen machen. Ich brauche Hilfe! Auge um Auge. Royal Army haben jemandes Vater. Ich dachte, es ist eine schlechte Idee. Ah, okay, wir müssen. Ermordet. Die Royal Army. Mein Vater war Funkturmwärter. Er hat die Übertragung verändert und nie feindliche Nachrichten gespielt und dann. Wo sind sie jetzt? Immer noch an der Funkstation. Ich zeige es dir auf der Karte. Nachdem sie ihn getötet hat, schnitten sie ihm die Zunge raus. Ich kümmere mich drum. Das ist aber gemein. Oh, mein Kiefer hat geknackt. Das war gerade dein Kiefer? Ja. Oh, shit. Okay, und ich habe gedacht, ich knacke im Alter, ne? Mip, mip. Hupe funktioniert. Ja. Okay, wir müssen da hinten, wenn du fertig bist, den komischen Papa da rächen oder so. Die Frage ist auch, warte mal. Cell, gib mir noch eine Sekunde. Ja. Ja, okay. Wenn wir dann nämlich hier so die Sachen erstmal fertig haben, dann, ich meine, kann ich nämlich die Story nur dann weitermachen, wenn wir wieder im Singleplayer sind. Ja. Aber ein bisschen was haben wir hier unten ja noch zu tun. Ah, ich höre doch schon wieder einen Honigdachs. Ah, das Mistvieh. Okay. Wir müssen ein Beweisfoto machen. So. Ähm.
Töte den Kommandanten mit der MP. Okay, den Rest können wir jetzt irgendwie töten, das ist ganz praktisch. Oh shit. So, einmal das. Die Hundemarke haben wir. Und... Oh. Was haben wir hier? Pass auf, Vater, ich bitte dich, sei vorsichtig. Deine letzte Sendung habe ich sogar in Tirtal noch gehört. Die Leute reden schon und das ist nicht gut. Nur weil Rabi Ray Rana, der Royal Army, immer einen Schritt voraus ist, heißt das nicht, dass du das auch kannst. Bitte hör mit den Sendungen auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis De Pleur davon erfährt. Oh, Jam.